Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Into the Breach mit Episode 9 heute. Genau, jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder was Neues auszusuchen. Wir schauen uns gerade nochmal unseren einen Piloten an, den wir haben, ne? Hier, genau. Dem fehlen noch 23 XP für die letzte Stufe. Und, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Teleportanlage zum Beispiel anzugreifen, was ich gerne machen würde, weil hier einfach mehr Zugriff ist. Erleide weniger als 3 Netzschaden. Ja, bin ich dabei. Beschütze die Kohlekraftwerke. Ja, bin ich auch dabei. Und wir haben hier 4 Spawnpunkte. Jetzt Kohlekraftwerk. Und die mag ich nicht. So. Hier mal was. Ich hatte die Hoffnung, dass er irgendwie hier diese Explosionsdinger hinschießt und ich aber weglaufen kann. Mit dem kompletten Grip ins Klo sein. Ah ja, da ist die Kapsel natürlich super. Okay. Das war die Geschichte mit dem Regenerieren, glaube ich. Yep. Okay, ich kann es den direkt loswerden. Ich muss dafür leider ein bisschen Schaden hinnehmen. Damit kann ich aber leben. Wobei ich könnte auch. Schaden. Ah, der hat 5 Schaden sehr gut erleben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe diese. Okay, ich liebe den Charakter immer mehr, weil er irgendwie ganz viele Sachen kann, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. So, Sekunde. Also der hier hat. Kann ich den auf dem anklicken? Achso, 4 Lebenspunkte. So. Also der Panzer kann hier hinfahren, den die Band schießen, kriegt er 3 Schaden plus 2 Schaden, also 5 Schaden. Wunderbar. Meine Artillerie zerstört den hier. Er geht eins zurück, schlägt hier drauf, dass der da hochgepusht wird und dann niemanden mehr trifft mit Explosion und er hier in seinem Ding stirbt und reingepusht wird. Wir machen was. Also fangen wir mit dem Leichten an. Ja, jetzt zerstört den da, das wird groß. Der geht zurück und dann läuft er. Traum. Dieses mehr Schaden durch jemand reinpusht, das ist das stark. Perfekt, jetzt kann ich ein bisschen holen, wenn ich mir die Kapsel dahin fahre. So, und wir haben nur 2, 3 Gegner, sehe ich es richtig? Panzer soll ja auch Exp machen. Das fehlt nur noch. Genau. Ah, ich komme da nicht ganz drauf, dann kill ich doch mal den hier, dass der mal weg ist. Vielleicht ist Bewegung doch besser, als ich sie immer werte. Aber Schaden finde ich schon auch richtig. Aber wenn ich den jetzt noch umbringen kann, dann hilft das doch durchaus enorm. So, also wir haben jetzt 3 Gegner hier, den kann ich. Können sogar töten, wenn ich aber hier reinfahren. Ne? Und aber auf hier drauf fahren und spawnt nämlich kein neuer.
Aber der soll Exp kriegen, ne? Mal kurz gucken. Der kann hier rüberlaufen, den Platz machen. Aber die Ari kriegt ihn nicht platt, aber sie kann. Das heißt, wir kriegen diese Runde gar nicht alle platt. Und jetzt kann er noch darüber schieben. Oh, blockt. Ah, das ist wieder das Technik. Ich glaube, dieses Energieschild sollte ich mal dem Panzer einbauen. Was soll mehr nicht? Ja, okay. Never mind. Oh. Der letzte Spielzug. Panzer soll XP. Wunderbar. Dann hat die A1 ihm aufgenommen und hat einfach mal den Schuss geblockt, also den wegen Gegner geblockt. Das war der Vollkampf, alles geschafft. Ein Traum. So, da haben wir den Abschnitt. Gucken wir mal rein. Oh, eine. Auch nicht falsch, nehmen wir mit. Ist okay. Ja, jetzt können wir natürlich das sparen, dass wir hier noch mehr reinkriegen. Oder wir machen das, was ich eben gesagt habe, aber das ist auch nur für 9 XP. Nee. Der hat ja eh im nächsten Kampf, glaube ich. Die Frage, was bringt mir? Ich glaube, ich gebe das dem und dann kriegt er nochmal eins mehr Bewegung. Eins mehr Bewegung, da ist Bewegung. Wobei Gesundheit auch nicht falsch wäre, gell? Packen es mal hier rein. Ja, so ein bisschen Hitpoints ist schon ganz praktisch. Gut. Hohe Bedrohung. Aber auch High Reward und so. Okay, also hier das nehmen wir jetzt einfach mal. Den Energiegenerator müssen wir beschützen und wir müssen die Tritius-Erfindung viermal benutzen, was immer das bedeutet. Keine Ahnung. Finden wir gleich heraus. Mein Lieblingsgegner ist auch dabei. Moment. Predikten, wo der hinschießen möchte. Ich biete ihm mal was an. Wäre doch eigentlich schön, wenn du hier hinschießen würdest, oder? Aber das macht. Oh, eine Zeitkapsel. Nein, nicht dorthin.
Okay, kurz überlegen. Den hätte ich gerne tot. Aber das hier muss auch weg. Aber wie viel Schaden macht der hier? Drei sind einer zu viel, das ist nicht gut. Also ich muss mich hier durchkloppen. Ich hätte gerade überlegt, also theoretisch, wenn ich jetzt hier drauf schießen würde, wären die alle tot hier unten. Wäre ein echter Traum. Aber die drei machen ja eigentlich gerade am wenigsten, ne? Nerven aber am meisten. Den könnte ich einfach platt schlagen. Dann könnte ich mit der Ari hier hinlaufen. Also das muss ich wegpushen. Das kostet mich aber zu viel. Was macht denn das Ding eigentlich? Ach so. Kriegen auch alle. Aber okay, nee, warte mal, Moment, das ist ja echt ziemlich gut, weil dann halt direkt das Ei weg ist. Und der uns auch direkt weg. Genau so machen wir das. Können wir jetzt direkt noch anwenden? Nee, aber nächste Runde. Okay. Also eigentlich recht sympathisch. Genau, jetzt kann ich mit ihm den da platt machen. Da reicht wahrscheinlich sogar ein normaler Schlag, ja. Dann kann die Artillerie. Hier irgendwo hinfahren und den da zur Seite schieben. Und dann stört. Der stört ja noch. Ne, der muss erstmal weg. Das heißt, er muss runterfahren und den zur Seite schieben. Jetzt heißt, die Ari muss ihn platt machen. Richtig. Geht ja gar nicht anders. Wir probieren das. Vielleicht schiebt sie noch einfach nur zur Seite. Wir probieren den zur Seite geschoben, kann der sich bewegen und kann den da unten behaken. Hier, ne? Achso, ich muss den hier loswerden, weil er sonst hier oben das killt. Er ist alles richtig. Okay, das heißt, wir schieben den jetzt weg. Dann hat er leider noch einen Hitpoint. Achso, also er ist perfekt. Er ist tot. Gut. Das heißt, den da müssen wir jetzt aber mit einer normalen Faust machen, sonst wird er nämlich da rein, dann wird er wieder hier Schaden machen, das wollen wir ja nicht. Jetzt macht keiner Schaden. So. Der heilt sich jetzt ja wieder am Ende der Runde oder am Anfang der Runde, wie auch immer. Ich auch, okay. Achso, die heilen sich jetzt alle wieder, ja, okay. Genau, wir können jetzt hier einfach direkt
direkt nochmal hier die Geschichte, das ist eigentlich perfekt. Also das ist so ein Traum, diese Erfindung hier von denen. Zwei Leben, zwei Leben. Ihr Leben, wunderbar. Und ich werde direkt auf einen Schlag 1, 2, 3 Gegner los. Vier Gegner praktisch. Ja, okay, den muss ich noch gleich los, wenn es egal. Einfach nur ein Traum. So. Ich glaube, ohne diese Erfindung wäre es wesentlich schwieriger. Das heißt, das zu verwenden ist eigentlich ein wirklicher Nachteil. Bild. So, dann killt. Na, er könnte natürlich hier hinlaufen und ihn dann so killen. Das macht er doch. Kann ich ihm direkt noch das. Und dann kann er jetzt einfach. Wäre ich egal, ob ich das. Oder? Weil kann ich die Raketen nicht nochmal einsetzen. Okay, okay. Kleines Problem. Kannst du auch wieder mit. Egal, ich mach. Eingesammelt. Wenn ich drauf schieße, hat er das drauf. Weiß ich. Weg, oder? Perfekt. So war das sehr gut. Das heißt, der wird eh wieder geheilt und der hat den. Und perfekt aufgetan. Zufrieden. Ich muss nur dran denken, die Erfindung zu nutzen, ist ganz wichtig. Ah, der macht leider einen zu viel Schaden. So, so, wenn ich jetzt umbringen kann, ich ja dann auch einfach. Hab ich da gar nichts dagegen. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt wenden wir noch das Schild an. Okay, jetzt muss ich das Schild sogar anwenden. Hier vor. Die Runde beenden. Und für Hinweis. Okay. So, die Schnecke können wir einfach da reinschieben. Und ihm machen wir einfach auch genug Schaden. Genau, 3 Schaden plus. Ja, auch Max. Okay. Dann ist egal. Jetzt gucken, was wir zu fügen haben. Wir können die Schilde wieder machen. Pfiff. Schnecke ein. Und da verwende ich die Bindung. Und damit haben wir wunderbar. Ich kann mich noch erinnern, Episoden davor habe ich erwähnt, dass es sehr blöd Regeneration auf der Arti zu haben. Ich nehme alles zurück. Das hat mich jetzt total gerettet. Einfach nur perfekt gewesen. Ein absoluter Traum. So, dann schauen wir uns gerade nochmal an, was in der Kapsel drin ist. Okay. Ja.
Plus 1 Bewegung pro Kampf vernichteten weg. Ich weiß. Ich weiß. Gut, da wir jetzt schon bei 20 Minuten sind, würde ich an der Stelle das Let's Play, diese Folge wieder beenden. Und beim nächsten Mal schauen wir uns nochmal unsere Leute genauer an und machen die letzte Mission. Und dann bin ich gespannt, was dann passiert. Aber das sehen wir dann. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.